Schön, dass du wieder eingestellt hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und meine Freunde, wir machen weiter mit der nächsten Folge Mythbusters. Folge Nummer 32 sind wir momentan und ich hatte euch gefragt, ob ihr nicht Lust habt, ein paar Mythen über die neue Season zu schreiben. Das habt ihr zahlreich gemacht und da waren echt so viele Kommentare dabei und die zum Teil auch richtig coole Mythen enthalten haben. Und ja, einige habe ich mir rausgesucht und ich wusste gar nicht, dass die Map Villa so viele Easter Eggs hat. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon alle instant rausgefunden. Keine Ahnung, warum ihr diese Mythen habt. Naja, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, fangen wir mit dem ersten Mythos an. Das sind mehrere Mythen, deswegen machen wir einen nach dem anderen. Fangen wir mit dem ersten Mythos an. Es gibt eine geheime Rotation vom Fahrradraum zu den Stairs. Einfach einen Impact gegen das Bild werfen. Machen wir immer jetzt. Und zwar ist das hier und damit ist das Bild hier gemeint. Und da können wir einfach dagegen einen Impact werfen. Ich glaube auch, das geht auch eine Shotgun. Aber ja, es ist quasi ein geheimer Raum. Könnt ihr auch von der anderen Seite machen. Und der Mythos ist wahr. Auf jeden Fall cool, auch ein kleiner Spot, würde ich mal sagen. Das könnt ihr auf jeden Fall anwenden und die Leute überraschen, die es noch nicht wussten. Machen wir mit dem nächsten Mythos weiter. Wenn man auf dem Dach der Villa steht und in Richtung der Stadt schaut, sieht man den Schatten von einem Assassin auf dem Kirchturm. Vermutlich Ezio aus Assassin's Creed 2. So, da ist die Stadt, weil rechts ist da, glaube ich, nichts. Naja, wir zoomen mal rein und da ist die Kirche zu sehen mit dem Kirchenturm und da oben rechts, meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, deswegen mache ich das mal ein kleinen Tick größer. Da seht ihr einen Menschen in der Hocke auf der rechten Seite. Das sieht wie ein Mensch aus und ich frage mich, was sollte da anderes sein? Und auf der Map gibt es schon so viele Easter Eggs oder ja, Easter Eggs bezüglich Assassin's Creed und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es eine Anspielung auf Assassin's Creed sein soll. Deswegen ist es ein Mythos wahr. Ich frage mich, wie man darauf kommt und bis dahin zielt. Naja, nächster spannender Mythos. Wenn man vom Tower auf das Heuwagen schießt, hört man den Todessprungshorn aus Assassin's Creed. Der Todessprungssound ist so ein Adlergeräusch. Die Assassin's Creed-Spieler unter uns wissen das, aber ich bin mal kurz leise. So, ich habe jetzt geschossen, nichts passiert. Schießt nochmal, immer noch nichts. Da dachte ich, ist wohl nicht richtig. Dann habe ich einfach die Sekundärwaffe genommen. Habt ihr es gehört? Aber ich bin mal einfach mal leise. Auf jeden Fall ist das ein Adlergeräusch. Und ich glaube, das war es, als man runtergesprungen ist. Bin mir gar nicht so sicher. Krass. Und wenn man irgendwo anders hinschießt, passiert nichts, da hört man überhaupt nichts. Also man muss wirklich darauf schießen, damit man das hört. Aber ich mach's gleich nochmal und es ist echt ziemlich cool. Krass. Gefällt mir auf jeden Fall. Was ich auch noch zeigen will, ist, also der Mythos ist schon mal richtig. Und zwar diese Vogelhäuser. Wenn man in Assassin's Creed wäre, könnte man sich einfach hochklettern, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch eine Anspielung, dass man da hoch kann und da runterspringen kann. Auf jeden Fall ziemlich cool und der Mythos ist wahr. Nächster Mythos, auch richtig nice. Ich habe in der Map Villa einen Tunnel entdeckt und wenn man da drauf schießt, kommen Schreie, aber nicht normale Schreie, sondern Zombie-Schreie, die einen Outbreak erinnern. Liebe Grüße und gutes Video. Ich bin echt gespannt. Da bin ich auch mal kurz leise. Ich würde mal hinschießen. Was war das denn, meine Freunde? So, probier das gleich. Okay, auf jeden Fall ist da was da unten. Krass. Also das könnte auch ein Mensch sein. Ich probiere das nochmal mit meiner Spielwaffe hier. Da ist nichts. Nochmal schießen. Okay, das ist. Okay, meine Freunde, das hört sich echt nach einem Zombie an. What the fuck, Alter? Was geht hier ab, Mann? Krass. Jo, der Mythos ist wahr. Ich sag noch eine Sache, und zwar habe ich mal einfach aus Fun dagegen geschossen. Und wenn man dagegen schießt mit einer Ashot, ich weiß nicht, ob es mit der Granate auch geht, dann sieht man dann so einen Sarg, was geöffnet wurde. Und es könnte sein, ist eine Vermutung von mir,
dass da der Typ ist, dass er einfach da rausgegangen ist und hier auf die linke Seite gegangen ist und irgendwo jetzt da unten ist und einfach rumschreit und einfach ein Zombie geworden ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall creepy, würde ich sagen, oder? Ich habe mal versucht, da rein zu zoomen, da steht was, aber ich weiß jetzt nicht genau, was da stehen soll. Vielleicht könnt ihr es ja unten in die Kommentare schreiben. Machen wir weiter mit dem nächsten Mythos. Hab Mythos für dich. Wenn man auf der Map Café in einem bestimmten Polizeiauto reinschaut, fährt ein Teddybär den Wagen. PS, cooles Video. Alles klar, dachte ich mir. Probiere ich mal gleich. Das hat auch viele Daumen nach oben. Und was sehen wir denn da? Da ist echt ein Teddybär. Es kann sein, dass ich es einmal gesehen habe, aber ich habe wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Und ich dachte so, Oktopus kennen wir, wenn man dagegen schießt, wird er größer, aber wenn man hier gegen schießt, verschwindet der. Keine Ahnung, ob es jetzt immer so ist, aber bei mir ist er dann verschwunden. Aber wir haben den Teddybär auf jeden Fall gesehen. Jetzt wollte ich wissen, ist das jetzt bei dem so oder ist das auch bei allen anderen so? Ich habe mal ein bisschen vorgespult und besuch mal oder geh mal zu den anderen Polizeiautos hin. Vielleicht haben wir ja Glück und da finden wir noch weitere Teddybärs. Keine. Und ich frage mich, warum man das gemacht hat. Also, welcher Ubisoft-Mitarbeiter hat es gemacht? Aber der Mythos ist wahr. Ziemlich nice. Wir machen weiter. Nächster Mythos lautet: Mein Mythos ist, ein beliebiger Schild eines Angreifers schützt nicht vor einem Taser der Twitch-Drohne, da diese aus Metall besteht und leitet. Also, ich habe jetzt Angreifer nicht gemacht, weil das ziemlich offensichtlich ist, sondern Verteidiger. Wir wissen ja, dass man das Schild mit dem Bandit-Schockdraht elektrisieren kann und da sehen wir einfach, dass es leitbar ist. Und eigentlich sollten wir auch hier geschockt werden, wenn wir von der Twitch-Drohne angeschossen werden oder angetasert werden. Aber die Twitch-Drohne trifft mich, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber ich bekomme keinen Schaden. Deswegen ist dieser Mythos falsch. Eigentlich sollte es ja gehen, aber naja. Machen wir mal weiter. Nächster Mythos lautet: Wenn man zum Beispiel auf Kaffee spielt und der Gegner Line hat, kann man die Drohne von ihm schon in der Vorbereitungsphase sehen, wenn er ganz nah oben ist und durch das Glas guckt. Eigentlich ziemlich offensichtlich, aber mir ist die Idee gar nicht aufgefallen, dass man das machen kann. Vorbereitungsphase kann man eigentlich nach oben gucken und vorbereiten und wissen, alles klar, die Gegner haben Line. Ziemlich cool. Nächster Mythos lautet: Hey Mythos, wenn ein Angreifer in einer Frost Trap steckt und fast down ist, kann dem Finker mit ihrer Fähigkeit mehr Zeit zum Überleben geben. Auch eigentlich ganz interessant, wir hatten in der letzten Folge auch was Ähnliches mit Frost. Jetzt probieren wir mal, ich bin jetzt in der Frostfall und warte ein bisschen, damit wir einfach sehen können, ob der Zeiger hier sich auffüllt oder nicht. Aber ich bin gespannt. Ich weiß, dass man in der Frostfalle auf jeden Fall das blaue Dingsens bekommt, aber ich habe gar nicht darauf geachtet, ob man das hier mehr Leben oder mehr Zeit bekommt. Finger sollte auch gleich die Fähigkeit aktivieren und dann schauen wir mal, ob wir Leben bekommen. Ich habe das Blau umrandet, aber ich bekomme jetzt nicht mehr Leben oder mehr Zeit. Deswegen ist es ein Mythos. Falsch wäre auch, glaube ich, ziemlich unfair gegenüber Frost, weil dann würde das noch weniger Sinn machen, mit dem zu spielen. Nächster Mythos lautet: Wenn man einen Valkyrie Cam gegen eine Wand wirft und dann eine unzerstörbare Cam darüber legt, hat man eine unzerstörbare Valkyrie Cam. Probieren wir mal. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie mit der kugelsichere Kamera gespielt und direkt aufgefallen, das geht gar nicht. Man kann überhaupt keine kugelsichere Cam auf eine Valkyrie Cam raufpacken, sage ich mal. Deswegen bringt das nichts. Und damit ist dieser Mythos falsch. Eigentlich offensichtlich, aber keine Ahnung. Ich dachte echt, dass das gehen würde. Wir machen schnell mit dem nächsten Mythos so weiter. Auch ziemlich lustig. Hey, Peace, ich habe einen Mythos für dich. Und zwar auf der Map Clubhouse ist der Notruf der Polizei falsch. Geiles Video. So, wir probieren mal. Hier steht einfach 112, meine Freunde. Und ich glaube, in ganz Deutschland ist die Polizei Rufnummer 110. Keine Ahnung, was sich da Ubisoft dabei gedacht hat, aber das müssen sie auf jeden Fall ändern, weil das ist nicht so cool. Aber dennoch ist der Mythos wahr. Danke, Ubisoft. Nächster Mythos. Wenn Dokubi einen Anruf startet, klingelt das Telefon auch bei den Hologramm von Alibi. Ich bin mal kurz leise. So, wie man hören kann, haben die Hologramme gar nicht vibriert oder man hatte überhaupt keinen Sound gehört, die bleiben einfach still. Auch eine Möglichkeit, dagegen was zu unternehmen. Nächster Mythos. Im Art Room steht da eine Werkbank, wo ein Tonklotz draufsteht. Wenn man dort draufsteht mit dem Sledgehammer, kriegst du den Lord aus Ton. Ich habe jetzt keinen Sledge, sondern einfach anderen Operator, schlag mal dagegen und was sehen wir denn da? Da ist der Lord im römischen Zeitalter, sage ich mal, und sieht
ganz cool aus, sehr muskulös und passt ihn. Ich glaube, der Lord war, glaube ich, in den letzten zwei Seasons immer mit dabei in Easter Egg und der Mythos ist wahr. Finde ich ganz cool. Wir machen weiter. Nächster Mythos lautet: Wenn du in der Küche bist und auf die Torte schlägst, explodiert sie in Zeitlupe bei des Map Villa. So, ich bin jetzt in der Küche und da sehen wir eine Torte. Happy Birthday steht da mit der 20. Und ja, das war keine Zeitlupe, das war einfach ganz normal, würde ich mal sagen. Aber was noch interessanter ist, ist, dass da ein Barcode ist, meine Freunde. Ich mache das mal gleich größer und dann gebe ich euch mal Vorschlag, um zu scannen. Ich habe es nicht gescannt, aber ich bin echt gespannt, ob da irgendwas raufkommt, ob ihr auf irgendeine Seite kommt oder so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo ihr gelandet seid oder ob es überhaupt geklappt hat. Und ja, das war's mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn du noch andere coole Mythen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben und vielleicht bist du dann im nächsten Video mit dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.